Und herzlich willkommen zurück zu einer Update-Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und wie ihr alle wisst, tourt Taylor Swift gerade durch Europa. Und ich habe sowas ehrlicherweise noch nie erlebt. Also diesen Hype, das ist ja ein richtiges Phänomen, kann man sagen. Und alle sind plötzlich Swifties, gehen auf die Konzerte. Und man kann ja wirklich sagen, dass Taylor Swift wahrscheinlich der größte Popstar unserer Zeit ist, wenn nicht sogar aller Zeiten. Und ich bin jetzt zwar kein Fan, aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, würde ich sie schon auch jetzt langsam mal gerne auch mal live erleben. Weil ich einfach das Gefühl habe, dass gerade Musik Geschichte geschrieben wird und man später über sie sprechen wird, wie über die Beatles oder über Woodstock, und man wird auf diese Zeit zurückblicken, und ich glaube, wir können uns vielleicht auch sehr, ja, wertschätzen oder froh sein, dass wir so eine Musiklegende gerade erleben und sie quasi in unserer Zeit ist. Also ich bin Riesenfan, aber auch Fan der ersten Stunde tatsächlich, ja. Ja, also echt? Ich würde, das Einzige, was ich mag nicht so große Menschenmengen, wie die da sind, plus dieses, wenn man dann ein Ticket irgendwie kaufen muss, musst du dich nachts in diese Warteschlange, und dann ist das, bricht der ganze Server zusammen. Das mache ich nicht, das ist mir zu viel, aber ich war damals 2005, 2006 war ich in Kanada zum Austausch, und da gab es Taylor Swift ja schon, und da hat die damals diese Country-Songs gesungen. Mhm. Da war die in einer ganz anderen Richtung und auch in Deutschland noch überhaupt nicht so bekannt, und da habe ich die schon gehört. Weißt du, wir saßen dann in Kanada immer in diesen, wirklich wie so Klischee, in so Holzhütten am See mit all meinen Freunden da und haben abends Taylor Swift gehört und Tim McGraw, das waren so Country-Songs, die dann zusammen hatten. Ja, Tim McGraw kenne ich auch. Mhm. Ja, ich mochte auch ihre Country-Era sehr, sehr gerne, aber wie witzig. Mhm. Ja, süß. Also haben wir hier quasi einen Swiftie der ersten Stunde. Ja, würde ich mich nicht nennen, weil diesen Hype oder diese Faszination, ich teile die schon, aber ich glaube, Swiftie ist dann wirklich, das sind wirklich die Leute, die dann auch wirklich zu den Konzerten gehen und sich da in die Menge schmeißen und so. Ich höre das lieber gerne hier für mich in meiner Wohnung und habe nicht so eine Menschenmenge um mich rum. Ja, ich kann das verstehen. Mich schrecken große Menschenmengen auch ab. Es war ja jetzt so, das war ja auch für die Swifties natürlich ein Riesenschock. Ne? Sie sollte ja ihre Konzerte in Wien geben und plötzlich wurden die abgesagt. Und ihr müsst euch mal überlegen, in ihrer The Eras Tour war jeweils, das sind so drei Konzerte, 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren eingeplant in dem Ernst-Happel-Stadion. Und es waren ungefähr 200.000 Swifties in Wien. Und ich kriege auch immer direkt Beklemmung, weil ich mir denke, dass so viele Menschen an einem Ort sind. Da kriege ich auch mal Schwierigkeiten mit, aber trotzdem finde ich, wenn ich diese Bilder sehe, finde ich das einfach nur Wahnsinn. Und am Abend vor der ersten Veranstaltung, und das war ja der ganz große Schock, sagte der Veranstalter Barracuda Music die Konzerte ab. Sie sind ersatzlos gestrichen. Auch die Begleitveranstaltung auf dem Wiener Prater und die Fanparade durch die Stadt sind abgesagt worden. Und warum? Am Mittwochnachmittag, also am 7.8., hatte die österreichische Polizei zwei Terrorverdächtige mit mutmaßlichen Anschlagplänen auf die Konzerte in Wien festgenommen. Also, als ich das gelesen habe, einfach ein Riesenschock. Einer der Verdächtigen, ein 19-jähriger Nordmazedonier, wurde in Ternitz aufgegriffen, das ist ein kleines Dorf, wo die Polizei chemische Substanzen fand. Er soll sich online radikalisiert haben und auch ein Treueschwur auf den IS abgelegt haben. Der zweite Verdächtige wurde dann später in Wien festgenommen. Ich spreche immer über den 19-Jährigen und der zweite ist der 17-Jährige. Der 19-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Seiner Aussage nach habe er geplant, die Person außerhalb des Stadions anzugreifen. Er wollte Sprengstoff nutzen und Hieb- und Stichwaffen einsetzen, um auf einem der Konzerte sich selbst und eine möglichst große Menge an Menschen zu töten. Schon mal ein kleiner Teaser, er wird nicht bei dieser Aussage bleiben, aber dazu kommen wir gleich. Der zweite, der festgenommen wurde, war dem Staatsschutz übrigens schon bekannt. Er hatte seit einigen Tagen bei einem Facility bzw. einem Gerüstbauerunternehmen gearbeitet, war da angestellt. Und dieses Unternehmen sollte halt eben bei diesen Konzerten sein von Taylor Swift. Und er hätte dann halt eben im Stadion gearbeitet. Der zweite, der festgenommen wurde, hat aber die Aussage bisher verweigert. Und man hat festgestellt, dass die Anschlagspläne schon ziemlich ausgereift waren, was dem Geheimdiensten halt eben aufgefallen war, dass beide kurz vor dem geplanten Anschlag ihr Leben stark geändert hatten. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese Geheimdienste
Und der Verfassungsschutz, die beobachten natürlich diese Gruppierung. Das muss man, das ist ja deren Job, ne? Die scannen das natürlich alles und beobachten, dass so, solche Personen monatelang beobachten Gruppierungen, beobachten natürlich immer den IS, also wer sich zum IS bekennt, gucken sich diese Personen genau an. Ich finde es immer irre, wie, dass sie die dann so kurzfristig vorher dann noch festnehmen. Also das ist dann so, das ist, ich finde, das ist mal so zufallsmäßig, dass es dann auf einmal dann, wie sie zufällig, weiß jetzt nicht, wie zufällig das ist, aber dass sie die Person dann gefunden haben oder die Person und die dann halt eben festnehmen können. Und einfach, weil sie über Monate lang so kleine Indizien sammeln. Und in diesem Fall war es halt so, dass der 19-Jährige am 25. Juli seinen Job gekündigt hatte und dabei auch die Äußerung abgegeben haben soll, dass er noch Großes vorhabe. Finde ich, kann man auch. Interpretationsspielraum ist da natürlich auch sehr groß, ne? Seitdem hat er aber laut den Geheimdiensten seinen Fokus auf einen möglichen Terroranschlag gerichtet. Er hat sein Erscheinungsbild auffällig verändert und sich dem Islamischen Staat nach seinem Äußeren angepasst. Der 17-Jährige hatte die große Veränderung in seinem Leben war, laut den Geheimdiensten, dass er halt zudem kurz vorher mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Und die Vorbereitung des 19-Jährigen konzentrierten sich auf die Herstellung von Sprengstoff, wobei er Wasserstoffperoxid in seiner Wohnung lagerte, um es dann mit anderen Chemikalien zu mischen. Und es wurden auch Anleitungen zum Bau von Bomben bei ihm gefunden und auch zahlreiche Materialien sichergestellt. Aber, das fand ich ganz spannend, es wurde bislang, also es wurde Sprengstoff in seiner Wohnung gefunden, aber bislang noch kein deponierter Sprengstoff entdeckt. Also er hat den Sprengstoff noch nicht irgendwohin deponiert. Und der Verdächtige plante eben, mit diesem Sprengstoff sowie den Hieb- und Stichwaffen sie einzusetzen, um dann halt eben an diesem Konzert möglichst viele Menschen zu töten. Und die Polizei fand diesen Sprengstoff bei ihm, wie ich gerade sagte. Außerdem fanden sie noch 21.000 Euro Falschgeld, Macheten, Messer und ein Blaulicht. Und mit diesem Blaulicht hatte ich mich auch gefragt, okay, was wollte er mit dem Blaulicht? Hatte er vor, das Blaulicht auf sein Auto zu tun? Um sich dann als Polizei getarnt den Fans nähern zu können, um dann halt eben seinen Angriff zu starten. Seine Eltern leben übrigens seit einiger Zeit im Ausland. Sie lebten lange in einem kleinen österreichischen Dorf. Und zwar ist das die niederösterreichische Kleinstadt Ternitz, wo er auch gefasst wurde. Tja, und dieser kleine Ort steht natürlich jetzt im Fokus der Welt. Und so sind natürlich auch Reporter dahingefahren und haben mit den Leuten vor Ort gesprochen. Und viele Nachbarn zeigten sich schon ziemlich schockiert über seine Verhaftung. Ich weiß gar nicht, aber es ist nicht mal auch schwierig, sind sie schockiert, weil dieser Junge verhaftet wurde oder grundsätzlich, dass jemand in ihrem kleinen Dorf verhaftet worden ist, ne? Die können sich ja sowas, die leben da, sind die Welt, ist die Welt gefühlt noch in Ordnung in Ternitz. Und auf einmal wird dann aus deren Mitte ein junger Mann verhaftet, der einen Terroranschlag geplant hat. Also die Leute sind auf jeden Fall schockiert gewesen. Es gab aber auch welche, die ihn immer als sehr zurückhaltend und freundlich beschrieben hatten. Wenn sie darauf angesprochen worden sind, so gab es irgendwelche Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung, dann sagten sie, ja, er habe kürzlich sich einen langen Bart wachsen lassen. So die Nachbarn, ne? Also dieser typische Look, den viele IS-Mitglieder haben. Ich fragte mich dann, okay, wie startet so eine Ermittlung, ne? Weil es ist, man weiß nicht wirklich immer unbedingt viel darum, wie der Verfassungsschutz arbeitet oder die Geheimdienste, ist ja klar. Aber sie haben halt irgendwann einen ersten Hinweis bekommen auf den 19-jährigen Mazedonier. So ist er halt auffällig geworden. Und zwar ist er auffällig geworden, weil man in diesem islamistischen Netzwerk auf ein Bekennervideo gestoßen ist. Der 19-jährige Mazedonier soll nämlich ein Bekennervideo gepostet haben, wo er sich zum IS bekennt. Dieses Video wurde allerdings später gelöscht, aber natürlich von den Behörden vorher sichergestellt. Sie fanden dann heraus, dass eine erste Kontaktperson des Verdächtigen der ebenfalls festgenommene 17-Jährige gewesen ist. Es gab auch noch eine zweite Kontaktperson mit türkischem Hintergrund und diese Person wurde auch vom Verfassungsschutz befragt. Und diese zweite Kontaktperson hat dann nämlich auch die Veränderung des 19-Jährigen und dessen Interesse am Sprengstoff bestätigt. Er sagte aber auch, also diese türkische Kontaktperson, was er damit vorgehabt habe, habe er auch nicht erzählt, das wusste er nicht. Und bisher ist es so, dass der Verfassungsschutz keine weiteren Personen sucht, aktiv, aber die Ermittlungen wohl zeigen, dass es noch weitere Kontaktpersonen und somit auch weitere Mitwisser geben könnte. Und dem gehen sie dann natürlich auch nach. Ja, und das war so, ja, sag ich mal, der Stand bis gestern Abend, weil dann auf einmal
gestern es ganz neue Schlagzeilen gab, beziehungsweise neue Informationen zu dem Fall. Und wie ich ja gerade sagte, hatte der 19-jährige Nordmazedonier ja eigentlich ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Das hat er dann widerrufen. Er sagte auf einmal, dass er gar nicht vorhatte, von Taylor Swift auf den Konzerten von Taylor Swift einen Anschlag auszuüben. Und er hat jetzt auch eine Anwältin und seine Anwältin erklärte, dass ihr Mandant weder Anhänger des Islamischen Staats sei, noch ein Attentat geplant habe. Entgegen der Aussagen der Behörden, die ich euch ja gerade erzählt habe, die behaupten, dass er sich halt eben mit diesen Plänen gebrüstet habe, ne, und was Großes vorhatte, betont die Anwältin, dass der junge Mann lediglich cool wirken wollte, also sich einfach cool darstellen wollte. Boah, können wir gleich auch nochmal darüber diskutieren, Nina, wie du dazu stehst. Den Sprengstoff habe er wohl nach einem Tutorial hergestellt, auf das er im Internet gestoßen sei, sagte die Anwältin. Er habe damit ja experimentiert, er wollte diese Bombe aber allenfalls nur im Wald ausprobieren und sie wäre auch wohl gar nicht so gut gewesen, dass sie überhaupt funktioniert hätte, sagte der 19-Jährige. Und er habe wohl, das betont sie immer wieder, zu keinem Zeitpunkt vorgehabt, Menschen zu töten. Naja, auf die Frage hin, warum er denn Messer und Stichwaffen besaß, sagte auch die Anwältin, die hat er auf Amazon bestellt, weil sie ihm gefallen haben. Und dass dieser 19-jährige Nordmazedonier kein Terrorist sei, sondern einfach nur ein Kind, das unreif ist und ahnungslos. So, zu dem 17-Jährigen gibt es keine neuen Informationen, aber es wurde Untersuchungshaft gegen einen 18-jährigen Iraker aus dem Umfeld des Hauptverdächtigen verhängt. Er war nach Angaben der Ermittler zwar nicht in die Pläne eingebunden, habe aber gleichfalls auch ein Treueschwur auf den IS abgelegt und die wollen dann wahrscheinlich über den 18-jährigen Iraker noch an neue Informationen kommen. Also ich finde auf einmal diesen Umschwung, ja irgendwie, klar, wahrscheinlich hat, also meine Meinung kurz ist ja, dass die Anwältin wahrscheinlich gesagt hat, du musst das jetzt zurücknehmen. Und ich finde aber ihre Erklärungen, finde ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. So nach dem Motto, er wollte eigentlich nur cool wirken, er ist unreif und ahnungslos und die ganzen Messer und so hat er auch einfach nur, weil sie ihm gefallen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich weiß nicht, Nina, wie geht's dir? Gibt es Jugend, gibt es 19-Jährige, die einfach nur so cool sein wollen, dass sie sich mit einem so einem Terroranschlag brüsten wollen einfach? Ich glaube schon, also ja, mit Sicherheit, es gibt ja eigentlich alles, ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn du schon sagst, der war eher ein zurückhaltender Junge, ja, ne? Das ist ja dann oft so, wenn die vielleicht irgendwie dann Aufmerksamkeit haben möchten oder ich habe jetzt hier so ein Klischee im Kopf, aber das trifft ja leider auch echt oft zu, irgendwie in der Schule damals kaum Freunde hatten, gehänselt wurden und dann kommst du in so eine Gruppierung, sag ich mal, und die haben ja ihre Methoden, ne? Mhm. Also die wissen ja genau, wie die Leute und was für Menschen oder Männer dann in dem Moment sie in ihre Fänge holen können, ne? Also das ist ja alles ein System, was richtig ekelig ja eigentlich ist. Die gehen ja immer auf die schwächer sind und die vielleicht irgendwie Außenseiter sind und so. Und die fühlen sich dann abgeholt und haben irgendwie das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören und endlich eine Gemeinschaft zu haben. Und so geht das ja dann eigentlich los. Und ich finde das so erschreckend, weil ich habe mir mehrere Interviews mit so Terrorexperten angeguckt und die haben alle erzählt, dass das immer mehr wird in Deutschland auch. Und wir reden hier nicht von Leuten, die irgendwie dann im Ausland sitzen oder so, sondern es ist mitten in Deutschland und es passiert immer häufiger. Und das ist schon echt, ich finde das echt erschreckend, wie offensichtlich einfach das ja dann doch ist, ne? Ja, sehr erschreckend. Sehr erschreckend. Da muss ich gerade dran denken, aber es wird jetzt in den Rahmen springen. Ich hatte mal eine ganz spannende Serie darüber geschaut, wie auch ein Mädchen in Schweden radikalisiert worden ist. Kalifat, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Wie sie auch in diese Fänge gekommen ist, ohne es wirklich zu merken. Und auf einmal steckte sie mittendrin. Sehr gute Serie übrigens. Ja, sehr gute Serie, genau. Aber wie geht's denn weiter, Nina? Also wie haben die Fans natürlich reagiert? Was ist danach passiert? Man muss sich das natürlich jetzt einmal so überlegen, da sind Leute, die freuen sich seit Monaten auf diese Konzerte. Das sind ja nicht nur Wiener oder Österreicherinnen, die da vor Ort sind, sondern da sind Leute aus Amerika angereist und weiß nicht, also ein Riesenaufwand, Tickets bezahlt, Hotels, Flüge, was auch immer.
So. Und dann wird das natürlich abgesagt, die Frustration ist groß, aber das Verständnis natürlich auch, weil keiner möchte da irgendwie natürlich in Gefahr geraten. Und dementsprechend haben viele dann auch wirklich gesagt, so Taylor, wirklich, bitte melde dich einmal. Also die wollen eine Reaktion von Taylor haben. Kleiner Spoiler schon, die hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Aber fordern auch, oder einige von denen, nicht alle, dass sie jetzt ihre Konzerttermine in London auch absagen sollen, ne? Weil die starten jetzt in 3 Tagen am 15.8. Und das ist dann sozusagen das Ende der Europatour. Und dann geht es weiter nach Kanada. Und ja, da werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber auf jeden Fall, die Leute sind natürlich alle irgendwie geschockt. Aber was ich richtig schön fand, die haben sich nicht unterkriegen lassen, die Leute, die da extra angereist sind nach Wien, und haben auf den Straßen gefeiert, Taylor-Songs gesungen, haben dazu auch in den sozialen Medien aufgerufen. Weil genau das ist ja eigentlich das, was diese Terroristen wollen. Die wollen Angst verbreiten und alle irgendwie lahmlegen. Und das ist natürlich jetzt so ein richtig schönes Zeichen nach außen. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte mich da nicht in Menschenmengen auf die Straße noch gestellt. Aber ich finde das bewundernswert und auch schön. Es ist ein schönes Zeichen. Die haben sich wieder Freundschaftsbänder ausgetauscht und auf den Straßen irgendwie gegeben. Und ich habe heute Morgen noch ein Video bei Twitter gesehen. Ach Quatsch, bei Twitter, bei TikTok. Und das fand ich so schön. Mitten in Wien. Und dann ist so ein älteres Ehepaar, die haben offensichtlich eine Wohnung über mehrere Räume. Also es waren 4 Fenster, die dann aufgemacht haben. An jedes Fenster haben die eine Riesenbox gestellt und haben ganz laut Taylor Swift Songs angemacht. Und dann war unterhalb dieser Fenster ganz, ganz viele Leute. Und alle haben, also dieses Ehepaar stand auch am Fenster, haben mitgefeiert, haben sich geküsst. Und alle sind so voll glücklich, ne? Und das ist natürlich schön. Und irgendwie freut einen das, ja. Aber ja, also das kann man sagen, lassen sich irgendwie nicht unterkriegen. Man kriegt auch das Geld für die Tickets zurück und so. Also das ist alles okay. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, also Taylor Swift hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert. Man darf aber auch nicht vergessen, die ist super loyal ihren Fans gegenüber. Also ich glaube, das wird die schon auch sehr getroffen haben, und Quellen oder Insider, ne, ich finde das immer so doof, die zu zitieren, aber das ist jetzt das Einzige, worauf ich mich berufen kann, haben wohl auch schon gesagt, dass sie am Boden zerstört sein soll und da natürlich völlig fertig ist. Aber auch weil, erinnert euch vielleicht, auch vor kurzem wurde bei einer Taylor Swift Tanzveranstaltung in England wurden 3 junge Mädchen umgebracht. Das war einfach so eine Tanzgruppe und die haben halt Taylor Swift Songs gehört und dazu getanzt. Und ein 17-Jähriger ist da einmarschiert, sag ich mal, und hat da 3 junge Mädchen abgestochen. Und daraufhin hat Taylor Swift in einem Statement auch geschrieben: Der Horror der Attacke in Southport, also da in England, geht mir immer noch durch den Kopf und ich stehe einfach nur unter komplettem Schock. Und das war halt erst vor kurzem. Und jetzt sowas, ne? Und sie und Ariana Grande sind total dicke befreundet auch. Und erinnert euch vielleicht auch da an diesen Terroranschlag bei einem Konzert von Ariana Grande in Manchester. Das war 2017. Und bei diesem Anschlag sind 22 Menschen gestorben. Super viele Jugendliche und Kinder waren darunter. Das jüngste Opfer war 8 Jahre alt. Und weiß ich nicht, knapp 200 Menschen ungefähr wurden verletzt. Also wirklich richtig schlimme Ausmaße. Und Taylor Swift hatte sich dann 2019 auch dazu geäußert. Und wenn man das jetzt hört, kann man sich nur vorstellen, wie es ihr gerade gehen muss. Sie hat nämlich da gesagt, ihre größte Angst sei es, dass bei einem ihrer Konzerte auch so ein Terroranschlag verübt wird, und sagt, nach dem Manchester-Terror war ich völlig schockiert. Ich wusste nicht, wie ich meine Fans schützen soll. Ich hatte totale Angst, auf Tour zu gehen. Sie spricht da von der Reputation-Tour, die nämlich genau zu dem Zeitpunkt war, weil ich nicht wusste, wie wir die Sicherheit von 3 Millionen Fans gewährleisten sollten. Meine Angst vor Gewalt hat sich auch in meinem Privatleben fortgesetzt. Also es hat wirklich Auswirkungen auf sie. Und dann aber wird es auch schön, und ich finde, das macht auch wieder Mut irgendwo. Jeden Tag versuche ich, mich an das Gute in der Welt zu erinnern, an die Liebe, die ich erlebt habe, und an den Glauben, den ich an die Menschheit habe. Wir müssen mutig leben, um uns lebendig zu fühlen. Und das bedeutet, uns nicht von unseren größten Ängsten beherrschen zu lassen. Also das zeigt so ein bisschen ja auch das, und ich kann mir richtig vorstellen, dass Taylor Swift das, was jetzt in Wien passiert ist, auch sieht, ne, dass die Leute auf der Straße sind, ihre Songs singen und so, und dass genau das ist, was sie will. Aber klar, nichtsdestotrotz ist es natürlich für sie auch echt schlimm, ne? Also sie muss wahrscheinlich verantwortlich, glaube ich, ne? Dass man sich, also wenn auf jemand was auf deinem Konzert passiert, gibst du dir die Schuld, weil die Leute wegen dir dahin gekommen sind und du möchtest, genau, und dass das schwer zu verarbeiten ist und dass sie da wahrscheinlich gerade komplett unter Schock steht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja,
Sie soll wohl kurz danach, nachdem das bekannt wurde, auch stundenlang mit ihrem Freund Travis Kelce telefoniert haben, der wohl immer auch an ihrer Seite ist und für sie da ist. Man weiß jetzt aber nicht, wo sie sich gerade aufhält. Also manche vermuten, dass sie schon in London ist, weil sie da wohl auch ein Haus besitzen soll. Andere sagen, die ist zurück nach Amerika geflogen. Also man hat echt jetzt lange nichts von ihr auch gesehen. Und was ich so krass fand auch, ist, dass die natürlich durch diese Absagen sind natürlich super krasse, hohe Kosten entstanden jetzt. Und die wird sie wahrscheinlich tragen, ne? Also irgendwelche Ausfallkosten, die ganze Security, all die ganzen Leute, die da ankommen mussten und so. Was? Aber ich meine, am Ende, wir reden hier, weiß ich nicht, am Ende ist das wahrscheinlich für die wie für uns 5 €, ne? Weil sie so super reich ist. Ich glaube, für sie ist viel, viel schlimmer, dass es einfach sie ihr so leid tut, den Fans gegenüber. Wahrscheinlich hat sie auch irgendwelche, das klingt jetzt auch doof, ne? Irgendwelche Versicherungen. Ja. Ja. Die für große Tourausfälle, warum auch immer, dann irgendwie greifen, weil ich glaube auch, dass das sind ja dann auch Beträge, die in Millionenhöhe gehen. Mhm. Die tun wahrscheinlich auch nach Taylor Swift, das wird sie auch sie merken, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwelche Versicherungen für gibt. Ja. Aber toll, ja, dass sie da so für einstehen möchte, ne? Für ihre Fans auch und für das Ganze. Also, dass sie das, ja, dass sie sich da wirklich emotional involviert ist. Und genauso ist wahrscheinlich auch genau das der Grund, warum sie in London weitermacht. Ne? Ich habe es ja eben schon gesagt, es sind 5 Stück, es ist der Abschluss ihrer Europa-Episode, sage ich mal. Danach geht es weiter nach Kanada. Es werden fast 500.000 Fans erwartet. Einige von denen verkaufen auch gerade die Tickets schon wieder, weil sie Angst haben. Das sind vor allem Mütter mit Kindern, ist ja auch irgendwie verständlich. Aber London präpariert sich natürlich schon. Die haben richtig krasse Sicherheitsvorkehrungen jetzt aufgefahren. Also es werden Sprengstoffspürhunde an allen Eingängen sein. Die Besucher müssen durch Metalldetektoren gehen, um überhaupt erstmal in dieses Wembley-Stadion kommen zu können. Einige Sitzplätze wurden wohl jetzt in den letzten Tagen geändert. Man vermutet, dass da ein neues Sicherheitskonzept halt der Grund für ist. Aber das wurde natürlich jetzt nie kommuniziert. Es haben nur einige halt Nachrichten bekommen, dass sie jetzt woanders sitzen. Und Fans dürfen nur ganz, ganz kleine Taschen mitnehmen und die werden vorher auch durchsucht. Und wenn man das nicht zulässt oder sich weigert, dann darf man einfach gar nicht in dieses Stadion gehen. Man muss dazu sagen, dieses Stadion fasst ungefähr 90.000 Zuschauer. Ne? Es ist das größte Stadion Europas, neben dem in Barcelona. Und alleine das, 90.000 Leute auf einem Fleck, das muss man sich mal überlegen. Das ist natürlich ein, also das wundert einen ja auch nicht, dass sowas dann natürlich ein beliebtes Ziel ist für Anschläge. Einfach weil da viele Leute sind. Aber natürlich auch, weil solche Konzerte genau das widerspiegeln, was diese Terroristen so verachten, nämlich die freie Gesellschaft, dass Männer und Frauen, wie auch immer, alle zusammen auf einem Fleck Spaß haben können. Aber da ist halt auch super viel Frauenverachtung hinter, ne? Also gerade Taylor Swift, die das irgendwie auch verkörpert, das ist kein Wunder, sagen Terrorexperten. Genauso ist es aber wichtig, dass man klar vorsichtig ist und sich jetzt nicht unnötig irgendwie Gefahren aussetzt, aber in dem Moment, wo man es zulässt, dass man dann nicht dahin geht und sowas, ja, vor sowas solche Angst zu entwickeln, dann ist genau das, was die Terroristen wollen. Die wollen ja diese Angst verbreiten, ne? Und deswegen sagen sowohl Experten als auch die meisten Fans halt, geht dahin. Seid achtsam natürlich, ist es super wichtig, aber, und da kann man schon irgendwie so ein bisschen auch vertrauen, wenn so jetzt in dem Fall London, der Bürgermeister und diese ganzen Veranstalter da sagen, okay, wir haben jetzt hier das Sicherheitskonzept so krass weit geändert, dann kann man schon irgendwie so ein bisschen darauf hoffen und auch bauen. Aber klar, so ein bisschen diese Angst oder dieses mulmige Gefühl, das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage da immer mitschwingen. Ja, und vor allem finde ich auch nicht nur unbedingt im Stadion, sondern auch drumherum, ne? Also das war ja auch mal bei dem Freundschaftsspiel in Paris, Deutschland gegen Frankreich war das, glaube ich, wo dann die Bomben hochgingen, wo sie dann durch die ganzen Orte da Stadtteile gerannt sind und da geschossen haben an Leute in Cafés, ne? Und die uns an mehreren Orten Sachen geplant haben, weil sie einfach wussten, dass viele, viele, viele Menschen in der Stadt sein werden. Deswegen da, also davor hätte ich halt auch, muss ich sagen, auch Respekt, ne? Und ja. Dass dann irgendwie auf dem Weg dahin, der U-Bahn, vor dem Platz, in den, ich weiß es nicht. Und wie du, ja gut, du sagst halt, man soll trotzdem, die Terrorexperten sagen, man soll trotzdem dahin gehen und so. Mich haben sie halt so weit schon, also was heißt so weit? Ich bin eh kein großer Fan von Menschenmassen. Das war immer schon so. Deswegen, ich könnte auch Karneval niemals auf der Zülpicher feiern. Aber trotzdem ist es bei mir so, dass ich zum Beispiel mit Paris mit den Olympischen Spielen nicht mehr, ich wollte eigentlich unbedingt dahin, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja okay, aber wirklich ist es gerade eine gute Zeit, das zu machen. Das ist ja wohl auch mal, könnte ja auch Anschlagsziel Nummer 1 sein. Und ich überlege das schon manchmal. Ne? Vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu viel drauf rum und bin dann zu ängstlich und dann passiert gerade was. Ich weiß es nicht. Aber mich haben sie auf jeden Fall so weit, dass ich nicht mehr so gerne auf große Konzerte gehe.
Aber vielleicht muss ich diese Angst einfach wieder überwinden, dass ich den Terroristen nicht in die Karten spiele, sozusagen. Aber klar, es ist natürlich, also es ist ja auch nachvollziehbar, ne, dass man da einfach ein mulmiges Gefühl jetzt irgendwie hat und wahrscheinlich gerade jetzt in den nächsten Monaten bei Großveranstaltungen kommt das einem immer wieder in den Kopf. Aber man muss natürlich jetzt auch abschließend irgendwie sagen, wie gut es ist, dass sowas so Ja. oft verhindert werden kann. Ne? Also, dass wie die im Hintergrund da agieren, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass es diese Menschen gibt und dass das irgendwie verhindert, weil das haben die ja auch gesagt, dieser einer von denen zumindest, der hätte gar nicht in das Stadion gemusst, alleine davor zu stehen und dann da diesen Anschlag zu verüben, das hätte ja schon gereicht. Ne? Wie du sagst, das sind ja einfach dieses, muss ja gar nicht dann in dem Moment direkt vor Ort sein. Und ein Es ist Glück. alles Horror. Ja, ein Glück, dass es verhindert worden ist, dass die Geheimdienste, der Verfassungsschutz da wirklich sehr, sehr aufmerksam ist. Das bedeutet natürlich auch, dass die Messenger und so kontrolliert werden. Das ist halt einfach so, ne? Diese Ja. Gruppierungen werden einfach ganz genau beobachtet und auch wer im größeren Dunstkreis zu diesen Gruppierungen ist, die werden die Leute ganz genau anschauen. Da gibt es Menschen, die machen nichts anderes wahrscheinlich als WhatsApp-Nachrichten lesen und einfach genau sowas alles scannen. Aber wenn dann sowas verhindert werden kann, finde ich das immer großartig. Also, dass sie dann halt auch so rechtzeitig zugreifen, ne? Also, ich würde gerne mal wissen, so, okay, wann ist der Punkt, wo die sagen, okay, und jetzt rücken wir raus, jetzt nehmen wir den fest. Finde ich total spannend. Ich finde Geheimdienste eh mega spannend, wie die arbeiten. Also, von daher bin ich einfach nur froh, dass nichts passiert ist auf dieser Tour und dass diese 200.000 Menschen in Wien dann auch einfach wirklich eigentlich ja noch ein ganz tolles Wochenende hatten. Und ich glaube, dieses Wochenende und dieses Gemeinschaftsgefühl, was sie da aufgebaut haben, das wird auch diesen Swifties und diesen Fans für immer in Erinnerung bleiben und auch ganz vielen Anwohnern in Wien. Also ist das ja eigentlich nochmal ein ganz schönes Ending. Wir werden keine 200.000 Menschen zu unseren Live-Auftritten schleppen. Das schaffen wir nicht. Wir freuen Schöner uns über ein paar. Übergang, aber Freddy, Schöner, ne? schön. Ja, Ja. wir freuen uns aber über ein paar hundert beziehungsweise über jeden einzelnen von euch. Deswegen nochmal hier auch ein kleiner Claimer für unsere Tour Geheimnisse im Rampenlicht. Wenn ihr noch kein Ticket gekauft habt, dann holt euch ein Ticket. Wir freuen uns auch sehr auf euch. Und Nina, ich finde das mit den Freundschaftsarmbändchen eigentlich eine ganz gute Idee. Vielleicht können wir ja auch ein paar Freundschaftsarmbändchen machen. Dann machen wir so ein kleines, gucken wir uns das von Taylor Swift ein bisschen ab. Finde Weil ich ich finde gut. die eigentlich auch, find die nämlich richtig süß. Also, wenn ihr kommt, ich verspreche euch das jetzt, kriegt ihr von uns Freundschaftsarmbändchen. Wir werden uns da was Schönes überlegen, auf jeden Fall. Nicht nur das, sondern natürlich auch inhaltlich und grundsätzlich freuen wir uns auf euch. Also darksecrets.190a.de, da findet ihr die Tickets, aber auch bei uns in Instagram, in der Link, in der Bio. Eigentlich immer überall. Und wenn ihr es nicht findet, dann fragt uns einfach. Dann kriegt ihr den Link von uns direkt. Wir freuen uns so sehr auf euch alle. Also kommt, 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 kommt. So, und Genau. wir hören uns in ungefähr einer Eine Woche Woche wieder. wieder für eine Ja. lange Folge. Mua. Tschüss, ihr Tschüss, Lieben. danke. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.